Hallo Jussi. Hallo. Mit welchem Fuß bist du heute aufgestanden? Ich stehe eigentlich immer mit links auf, weil ich auf der linken Seite vom Bett liege und dann mit links. Aber ich meine, das heißt nicht, dass ich schlecht aufgestanden Yusuf Paulsen ist. Sehr geil. Wovor hast du Angst? Tief im Wasser. Über was musst du lachen? sehr viele Sachen, lustige Sachen, weniger lustige Sachen. Wer ist dein größter Fan? Das ist mein größter Fan, meine Mutter, glaube ich. Wovon bist du der größte Fan? Gerade eben das Show Wild N' Out, die in den USA abläuft. Das ist sehr geil. Mach mal einen Purzelbaum. Ein was? Ein Purzelbaum. Ein Purzelbaum, das weiß ich gar nicht, was ist. Eine Rolle vorwärts. Eine Rolle vorwärts. Warum finden dich alle so nett? Muss die anderen fragen, nicht mich. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Gutes Essen, guten Rotwein. Sag mal was auf Dänisch. Bare Verzählung weiß ich sie, so sie jede. Das heißt? Erzähl mir einfach, was ich sagen soll, dann sage ich es. Was nervt deine Verlobte am meisten an dir? Oh, wenn ich erkältet bin und schniere, glaube ich. Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche zwei Teamkollegen nimmst du mit? Zwei Teamkollegen. Da glaube ich, muss ich meinen Zimmerpartner Halsenberg mitnehmen. Und glaube ich, würde ich Tyler Adams mitnehmen auch. Einfach für seinen lustigen Humor. Wer macht Feuer? Boah, ich, 100%. Ethan hat sich seine langen Zotteln abgeschnitten. Wann ziehst du nach? Nee. Falls doch, Frisur wie Angelino oder Axel Witzel? Oh, dann wäre ich wahrscheinlich Achelino. Diego hat seinen Platz als E-Sportler für RB Leipzig geräumt. Wer aus dem Team übernimmt ab nächster Saison? Nächste Saison. Ich weiß gar nicht, ich spiele nicht so viel FIFA, deswegen weiß ich auch nicht, wer von der Mannschaft eigentlich gut sind. Vielleicht wenn der noch gekauft wird, der Patrick Schick. Ich habe gehört, dass er viel, auf jeden Fall viel über Weekend League gesprochen und was weiß ich. Deswegen er wahrscheinlich oder dann glaube ich auch, dass ein paar von die Franzosen, Opa, zum Beispiel Nordi, spielen auf jeden Fall auch viel. Sammelst du noch Sneaker? Nochmal? Sammelst du noch Sneaker? Ob ich noch Sneaker sammle? Ich habe ein Ja, ich habe viele Sneaker, aber ich die sammle, will ich nicht sagen. Nee. Wie viele sind es denn? Boah. Zu Hause jetzt gerade eben. Ich habe eigentlich vor, nächste Woche aufzuräumen, aber im Moment 30, glaube ich, oder so ungefähr. Singst du unter der Dusche? Nicht, wenn ich alleine bin. Wenn mein Kleiner dann zuguckt dann oder daneben sitzt, weil ich auf ihn aufpassen müssen, dann könnte es sein, ja. Was singst du dann? Das wäre dann Kinderlieder. Stimm mal kurz an. Oh, If you're happy and you know it, clap your hands. Are you happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, if you're happy and you know it, clap your hands. Sehr gut. Wie wirst du nach deinem nächsten Tor jubeln? Ja! Muss reichen, ne? Danke.